Großartige Einrichtungen verdienen besondere Beachtung. Das dachte sich auch Tirols Landeshauptmann Günter Platter und stattete unlängst dem Kindergarten St. Anton am Arlberg einen Besuch ab. Wir haben ja sehr viel jetzt in den letzten Jahren auf Kinderausbildung, Kinderbetreuung gesetzt und deshalb ist es wichtig, dass man sich das vor Ort anschaut. Jetzt bin ich da in St. Anton am Arlberg und wenn man sieht, wie begeistert mal schon die Kindergärtnerinnen sind und die Kinder, sehr international, man sieht eigentlich schon, welche guten Voraussetzungen da sind. Und die Voraussetzungen hier im Kindergarten in St. Anton am Arlberg sind einmalig. St. Anton hat nicht nur im touristischen Bereich die Nase vorn, sondern weiß auch um die Wichtigkeit der Nachwuchsförderung. Vor 7 Jahren übersiedelte man von dem nicht mehr zeitgerechten Kindergarten in das neue, moderne und funktionale Gebäude. Der alte Kindergarten war noch mal ganz, sagen wir, kindergerecht. Standard war nicht so ideal und nachher hat man einen Wettbewerb inszeniert und hat eben geschaut, was das Beste für die Kinder. Hat sich da schon viele Gedanken gemacht. Und schlussendlich ist nachher dieses Projekt als Siegerprojekt hervorgegangen. Er ist also modern, hell und hat also alle Anforderungen, glaube ich, was sich die Kinder wünschen können und wurde auch schon mehrfach ausgezeichnet. Wir haben einige Preise mit dieser Architektur oder mit dem Innenleben des Kindergartens gewonnen. Und das ist also schon eine tolle Sache und, glaube ich, mittlerweile super angekommen. Auch wenn die Situation in Tirol zufriedenstellend ist, gilt der Kindergarten St. Anton landesweit als Vorzeigebetrieb. Es wird nicht in ganz Tirol dieselbe Architektur angewendet werden können. Beispielhaft in St. Anton sicherlich das, und das sollte in ganz Tirol angewendet werden, dass es neben dem klassischen Kindergarten eine Kleinkindbetreuung gibt und dass es im Rahmen des Projektes Profit auch die Möglichkeit gibt, gerade an Samstagen, und das ist in Tourismusregionen sehr wichtig, ein Betreuungsangebot anzubieten, gleichermaßen in den Ferienzeiten, weil ja gerade dort die Unternehmer und Unternehmerinnen, aber auch die Mitarbeiter Möglichkeiten suchen, um die Kinder qualifiziert betreuen zu können. Neben der abwechslungsreichen Gestaltung des Tagesablaufs ist die Vermittlung sozialer Kompetenz ein vordergründiges Ziel im Kindergarten St. Anton. Vor allem ist das Soziale ist ein ganz großer Schwerpunkt für uns. Und wir haben natürlich immer einen Jahresschwerpunkt. Heuer haben wir die Tiere, die Welt der Tiere. Und das zieht sich eigentlich nachher durch das ganze Jahr durch. Die Kinder zeigten sich von so viel Politprominenz relativ unbeeindruckt und gaben inbrünstig ein einstudiertes Lied zum Besten. Sichtlich angetan von so viel Engagement ließ es sich Tirols oberster Politiker nicht nehmen, selbst in die Seiten zu greifen. Die